herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze mal wieder im Auto, das heißt, wir sind wieder auf dem Weg wohin. Und zwar dieses Mal erstmal nach Nürnberg und dann wieder nach Portugal. Ja, wir werden jetzt heute Abend erstmal eine Nacht bei meinem Papa übernachten. Der wohnt nämlich in Nürnberg. Und morgen geht es dann schon nach Portugal für eine Woche. Ja, ich freue mich sehr und ich dachte mir einfach mal, ich filme so ein bisschen sowohl in Nürnberg als auch in Portugal, so übers Wochenende, glaube ich. Ich finde es einfach so interessant, den Unterschied zu sehen, gerade zu dieser Jahreszeit von Deutschland zu Portugal. Also so die Vorweihnachtszeit in Deutschland versus Vorweihnachtszeit an der Algarve. Und ja, mal schauen, wie es wird. Wir freuen uns schon alle sehr. Es soll dort gerade regnen. Aber ja, beim Wetter kann man einfach nichts machen, ne? Auf jeden Fall, ja, freuen wir uns wie gesagt sehr und ich hoffe, ihr freut euch auch auf diesen Vlog. Angekommen in Nürnberg, sind relativ schnell durchgekommen, 2,5 Stunden hat es jetzt gedauert, von Kufstein bis nach Nürnberg und werden uns jetzt in die Stadt begeben. Wir wollen nämlich ein bisschen auf den Christkindlesmarkt gehen und ja, noch so ein bisschen Weihnachtsfeeling aufsaugen, bevor wir dann morgen nach Portugal fliegen. Mir geht es heute nicht so gut, die Nächte in der letzten Zeit waren so lala, deswegen werden wir heute auch nicht so lange machen und wahrscheinlich dann auch ja, in 2 Stündchen oder so wieder nach Hause gehen. Jetzt auf dem Weg zum Christkindlesmarkt. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen einkaufen gehen, aber es ist jetzt schon relativ spät und wir haben jetzt richtig Lust auf so ein bisschen Christkindlesmarkt-Feeling. Deswegen ja, gehen wir jetzt dorthin und werden wahrscheinlich erstmal zur Kinderweihnacht gehen. Ein bisschen Karussell fahren. Heute alles sehr schnell gegangen, es ist schon Nachmittag, es war ein bisschen stressig, aber wir haben noch lecker gefrühstückt und jetzt geht der Ruben hier ein bisschen mit der Lia rum und dann geht's schon ins Flugzeug nach Faro. As it includes important safety information specific to this aircraft type, and if you have not left any bar or for your safety, we recommend. Guten Morgen, wir sind gestern gut angekommen und sind mittlerweile bei Rubens Eltern zu Hause, aber nur weil wir was abholen und danach geht's frühstücken. So gute Nächte hatten wir schon lange nicht mehr oder halt so eine gute Nacht wie heute, aber ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet, war ja klar, dass ich es auch ein bisschen bekomme, aber es ist wirklich nichts weiter. Ich denke, in Portugal kurieren wir uns jetzt alle aus. Es soll heute auch nicht regnen, sondern nur so bewölkt sein und mal die Sonne rauskommen, was auch sehr schön ist. Ja, jetzt freue ich mich auf ein leckeres Frühstück und es ist auf jeden Fall wieder sehr schön da zu sein. Wir sind jetzt in Olhão. Wir werden hier frühstücken. Wieder bei der Esquina da Baixa, einfach weil wir ja, da sonst gerne hingehen. Und ich habe schon gesehen, hier ist einiges weihnachtlich geschmückt und zwar ist hier hinten so eine riesen Christbaumkugel
Das sieht abends bestimmt sehr schön aus. Ich kann es euch mal zeigen, aber es ist gerade ein bisschen weit weg. Also da hinten, da. Vielleicht kann ich dir euch auch noch bei Nacht zeigen. Mal schauen. Und ja, hier ist der Hafen. Sehr schön, auf jeden Fall. Es ist so toll, dass es gerade nicht regnet, weil es, glaube ich, die Tage davor die ganze Zeit geregnet hat. Ja, also es waren, glaube ich, Überschwemmungen hier und es hat richtig viel geregnet und jetzt ist es etwas besser, was natürlich für uns super ist. Und ja, jetzt werden wir zu den Marktteilen laufen und die sind auch alle beleuchtet an Weihnachten oder halt jetzt zu der Weihnachtszeit. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und wir haben jetzt extra für die Urlaube in Portugal, weil wir ja schon öfters hier sind, diesen Buggy da gelassen. Und wo wir hier im März waren, war der noch ein bisschen zu unpraktisch. Da ist die da noch nicht so gerne drin gefahren. Aber jetzt ist es wirklich perfekt. Ich glaube, es gefällt ihr da ganz gut drinnen. Hier ist noch eine Weihnachtsdeko, ein Riesenstern. Ich glaube, Oljau hat sich dieses Jahr sehr viel Mühe gegeben mit der Weihnachtsdekoration auf jeden Fall. Und ich habe ja gesagt, dass es schön ist, dass es nicht regnet und von der Temperatur her ist es auch mega. Also ich glaube, es hat gerade 13 Grad, aber ja, ich habe eine dünne Jacke an und es ist nicht kalt. Es geht auch gerade kein Wind, was sehr angenehm ist. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie Frühling, weil auch die Vögel zwitschern und so. Ich war schon lange nicht mehr im Dezember hier, deswegen wusste ich gar nicht mehr so genau, wie es sich so anfühlt. Und die Lia hat schon wieder ihren Schuh verloren. Das passiert bei uns andauernd, aber gut, den ziehen wir gleich an. Und ja, hier ist heute auch draußen Markt, weil ich glaube, das ist immer am Samstag. Genau. Und das habe ich euch ja schon sehr oft gezeigt hier, aber ich finde, es ist immer wieder schön, ja, hier bei den Marktteilen vorbeizugehen. Und wir werden jetzt auch später nach dem Frühstück da natürlich, weil wir Hunger haben, hier ein bisschen was kaufen. Genau, hier kann man sehen, dass die ganzen Marktteilen auch voller Lichterketten sind. Voller Lichterketten. Und ja, das alles sieht dann in der Dunkelheit bestimmt sehr, sehr schön aus. Wir haben uns jetzt hingesetzt und es ist eben die Sonne rausgekommen. Da hinten sieht man sie. Wir haben die Sonne schon lange, ja, beziehungsweise wo wir losgefahren sind von Kufsteinruben, da schien die Sonne auch. Also, aber gut, es ist schön warm und die Sonne scheint und das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich musste direkt meine Sonnenbrille rausholen. Ja, und jetzt warten wir auf unser Essen. Und das ist unser Essen. Ich habe heute Pancakes mit Räucherlachs. Dazu ein Cappuccino, ein Babychino für die Lia, ein Orangen-Karottensaft, ein Orangensaft, 4 Pastel-Ginata für den Ruben, vielleicht bekomme ich auch eins ab, und ein Croissant und Kaffee. Und guten Appetit! Wir waren jetzt eben kurz in der Fischmarkthalle, einfach nur zum Gucken. Wir gehen jetzt auch in die Gemüsemarkthalle und Obstmarkthalle, um dort ein bisschen was einzukaufen. Und ich glaube, hier drinnen ist es immer günstiger als da draußen. Deswegen gehen wir rein und kaufen nicht hier draußen bei den Ständen was ein. Hier ist es auch schon schön weihnachtlich geschmückt. Also in jeder Markthalle ist so ein Weihnachtsbaum. Auch ganz schön. Und überall Lichterketten hier. Hinter mir kann man die sehen. Ganz süß. Wir sind wieder zu Hause, also bei meiner Mama. Da sind wir jetzt eine Woche. Und hier ist eine ganz süße Katze bei uns, die gehört unseren Nachbarn. Wir haben ja keine Haustiere, ne? Also findet die das total süß gerade. Die hat die Katze auch schon streicheln dürfen. Die ist richtig, richtig zahm. Und ja, findet es, glaube ich, ganz toll, gestreichelt zu werden. Und nach den Marktteilen waren wir auch noch im Supermarkt einkaufen. Also haben wir einen vollen Kühlschrank. Wir haben so eine richtig leckere Tomate gekauft. Die hier sind super lecker und süß auf dem Markt. Die Mangos hat die Mutter vom Ruben uns mitgebracht. Dann habe ich noch eine Avocado gekauft und ja, haben wir ganz viel alkoholfreies Bier. Wir trinken nämlich kein Alkohol. Ich still ja sogar noch. Und der Ruben trinkt auch gern alkoholfreies Bier. Jetzt gehen wir los zu Rubens Mama nach Hause. Die hat nämlich Mittagessen gekocht für uns, Kuchen gekauft, weil ja der Ruben heute Geburtstag hat. Und da werden wir jetzt ein bisschen feiern. Wir waren jetzt bei Rubens Mutter, haben dort lecker zu Mittag gegessen, haben Kuchen gegessen. Es ist jetzt mittlerweile auch schon 16 Uhr
Und der Ruben wollte zur Feier des Tages natürlich das Portugal-Spiel sehen. Da ist ja heute das Viertelfinale. Ich verfolge die Weltmeisterschaft dieses Jahr gar nicht, muss ich sagen. Deswegen macht es mir nichts aus, jetzt hier mit der Lia ein bisschen zu spazieren in Fuseta. Es regnet noch nicht. Heute Nacht soll es ein Unwetter geben. Bin ich mal gespannt. Ja, aber schön, dass es nur nachts regnet. Es kann von mir aus jeden Tag so sein. Ja, und wir gehen jetzt noch eine Runde hier am Strand entlang. Hinter mir ist der, wir haben immer gesagt, Babystrand. Das ist der, ja, der kleine Strand eben hier in Fuseta. Wer sich hier auskennt, der weiß Bescheid. Und die Lia, die ist total müde, die hat heute nicht so viel geschlafen mittags. Deswegen geht es heute auch früh ins Bett. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, denn gestern Abend ging es auch sehr spät ins Bett durch den Flug und so. Ja, und jetzt machen wir uns noch eine schöne Zeit hier. Wir haben eh nur eine halbe Stunde oder so. Dann ist das Spiel sowieso aus. So ein mega schöner Sonnenuntergang hier am Strand. Total schön und es geht auch noch kaum Wind. Es ist echt vielleicht die Ruhe vorm Sturm. Bin gespannt, wie es dann heute Nacht ja, so wird. Es ist der nächste Tag. Ja, heute ist Sonntag. Wir waren heute Morgen schon in unserer Kirchengemeinde hier. Zwar nicht so lange, weil die Lia noch nicht so an die Zeitverschiebung gewöhnt ist und dann ziemlich schnell müde war. Dann sind wir nach Hause, ein bisschen schlafen gegangen. Aber ja, wenigstens waren wir ein bisschen dort. Es war sehr schön. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Holjau, weil wir dort eine Freundin von mir treffen mit ihrem Sohn. Der ist jetzt fast 4 Monate alt. Ich glaube, oder eben 3 geworden. So 3, 4 Monate alt auf jeden Fall. Ja, den habe ich noch nicht kennengelernt. Ich freue mich schon sehr, ihn kennenzulernen und natürlich auch sie wiederzusehen. Und die Lia reicht mir gerade ihr Weihnachtspulli. der muss auch immer dabei sein, auch wenn es viel zu warm ist, hier so einen dicken Pulli anzuziehen. Da ist der Weihnachtspulli. Genau, und dann werden wir heute so ein bisschen eher einen chilligen Sonntag machen. Vielleicht noch ein bisschen auf den Spielplatz gehen in Holjau oder so. Mal sehen. Wir sind jetzt wieder zu Hause von Holjau. Ich habe heute kaum gefilmt, tut mir leid. Ich hoffe, der Vlog ist trotzdem interessant und lang genug geworden, denn ich werde den jetzt heute vielleicht oder morgen schneiden und dann schauen, dass ich den noch vor Weihnachten posten kann, dass ja, ihr einfach so ein bisschen nochmal den Unterschied sehen könnt zwischen Weihnachten in Deutschland und in Portugal. Ich finde es in beiden Ländern super schön. Also für mich persönlich war das jetzt eine schöne Abwechslung, hier in Portugal zu sein, ein bisschen von der Kälte zu entkommen. Deswegen freue ich mich jetzt noch auf die kommende Woche. Wir bleiben jetzt noch bis Freitag da. Und ich habe auch eine Videoreihe, die heißt Christmas in Portugal, glaube ich. Ich werde die Playlist mal hier verlinken, dann könnt ihr das sehen. Genau, wir werden jetzt was zu Abend essen und dann geht die Lia auch schlafen. Deswegen würde ich sagen, bis bald hoffentlich. Tschüss!